Hallo, Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Jungfrau. Hinter dem Deck ein Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe, Feuerelement. Ich meine jetzt, wir haben hier eine Person, die einen Besuch macht. Eine Person macht hier eine Reise, eine Handlung. Es kommt hier eine Kommunikation. Die Kommunikation sehe ich auch bei dir hier. Eine kleinere Nachricht, würde ich erstmal sagen. Also es kommt hier, es zeigt sich hier eine kleinere Nachricht, eine. So eine Situation. Also Ritter der Stäbe spricht, wie gesagt, für eine Handlung. Ja. Sind Stäben, ist eine Schnelligkeit, ist irgendeinen Besuch gibt es hier. Ja, einen Besuch. Eine Person besucht dich oder du machst diesen Besuch. Es kommt hier, so eine Handlung ist hier zu sehen. Ja. Wir schauen jetzt weiter. Wow, schaue bitte hier. Also die Karte, die Kraft, der Stern. Und Ritter der Stäbe. Sternzeichen Löwe und Wassermann ist bei dir gerade sehr stark. Ich meine, Jungfrau, ich muss dir sagen, Wasserelement sowieso. Ja? Also Wasserelement, Skorpion, Fische, Krebs ist sowieso hier auf dem Tisch schon mal. Ja? Aber ja, ich sehe nämlich auch, Sternzeichen Wassermann zeigt sich bei dir auch auf den Würfeln. Sternzeichen Wassermann. Und die Nummer 4. Und Sternzeichen Löwe zeigt sich auch auf den Orakeln. In den Orakeln habe ich auch Sternzeichen Löwe für dich. Feuerelement ist hier sehr stark, wie du siehst. Und jetzt ist immer verschieden, ja. Also, eine Person hat hier Hoffnung, ja, Jungfrau. Eine Person hat Hoffnung, dass eine Handlung eine Wirkung haben kann. Also, eine Person möchte irgendwie. Hat sich bis jetzt sehr zurückgehalten oder ja, einer Person, die bis jetzt keine Handlung gemacht hat und so weiter, obwohl diese Person, wie gesagt, eine Kommunikation wollte oder kommunizieren wollte, hat sich sehr zurückgehalten. Ich spüre hier sehr viel Stolz, ja, das muss ich schon sagen, ja. Also man spürt in der Energie sehr viel Stolz. Aber gut, wie auch immer es sei, also die Person, die ich hier habe, hat Hoffnung. Ja, und ja, und hier kommt irgendeine Nachricht, die dich überraschen wird. Das denke ich schon. Jungfrau, diese Kommunikation, die ich hier habe, wird dich überraschen. Also, hier ist ein König der Kelchen, Puppe der Kelchen und neun der Stäbe. Jungfrau, ein König und eine Puppe. Ich könnte hier einen Vater und Kind haben oder Mutter, Kind haben. Zum Beispiel. Es muss wirklich nicht immer für einen Wunschpartner reden. Ne? Also deswegen, es kommt jetzt auf jede Situation drauf an. In manchen Fällen erwarten wir, dass ein Wunschpartner sich bei uns meldet und stattdessen kommt eine Person der Familie, eine Person, mit der ich jetzt sehr lang keinen Kontakt hatte und das ist die Person, die sich bei mir meldet. Ja? Also, das ist die Sache. Das ist die Sache. Es ist nicht immer das, was wir wollen. Es ist das, was die Energie sich zeigt. Und was ich dir sagen möchte, ist, ich habe hier, wie gesagt, einen König und einen Bube. Altersunterschied. In manchen Fällen spricht hier gar nicht über Altersunterschied, sondern
ist einfach nur eine Kommunikation, eine Nachricht, die jetzt kommt. Eine kleine Kommunikation von wegen, hallo, wie geht es dir? Also mehr ist das da nicht. Ja? Also wir brauchen hier nicht so Großes zu erwarten. Ist tatsächlich eine kleine Kommunikation von wie geht's, hallo oder sowas ähnliches. Ist das für dich eine neue Person, die du nicht so sehr lang gekannt hast, dann würde ich die Energie verstehen. Weil dann kann man das hier verstehen. Ist einfach eine kleine Nachricht und dich überrascht das hier und so weiter. Ist das jetzt hier eine Person, die du schon sehr lang kennst? Und wir reden hier schon über einen Wunschpartner und so weiter. Ich spüre hier eine unreife Energie. Das muss ich dir aber auch sagen. Wenn diese Person jetzt, wenn du diese Person jetzt sehr lang kennst. Ich habe gemischte Gefühle, das muss ich dir schon sagen. Also das ist die Wahrheit. Ich habe gemischte Gefühle, weil diesen Bube hier, bringt natürlich ein bisschen etwas. Ja, das ist halt ein Bube und das ist ein König. Ja, der König ist total in Balance und so weiter. Deswegen, in manchen Fällen ist das ein Wasserelement für dich, Krebs, Fische oder Skorpion. Eine Energie, die sich bei dir meldet. Einfach nur so. Eine kleine Nachricht kommt. Und nochmals, das erwartest du nicht. Du wirst dich wundern, du wirst dich, irgendwie so ein Gefühl gibt es hier. Und sogar, dass du sagst, du hältst dich ein bisschen auf der Defensive oder sonst, du bist vorsichtig mit der Energie hier. Das ist das Gefühl, was ich hier bekomme. Du bist vorsichtig. Du willst nicht schnell jetzt viel kommunizieren und nee. Ich denke, du machst schon ein bisschen etwas eine Wand dazwischen erstmal. Die Legung kann sich für die Crosswatchers spiegeln, problemlos. Die Sache ist, das Gefühl, was ich bekomme hier, Jungfrau, ist, dass diese Person sich bei dir meldet. Also diese Person kennst du auf jeden Fall. In manchen Fällen ist schon viel hier passiert mit der Person. Du hast schon eine Erfahrung mit dieser Person und eigentlich oft das enttäuscht. Und jetzt kommt die Person bei dir und ob es nichts gewesen wäre. Das ist das Gefühl, ja. Ich melde mich wieder bei dir, ganz normal, ganz natürlich, ob nichts gewesen wäre. Und das wundert dich und das irgendwie ja, hält dich in so eine Energie, in so eine Defensive, ja? Augenblick, Jungfrau. Denn alles ist hier nicht gesagt. Ja? Also hier gibt es eine interessante Energie und ja, das würde ich schon sagen. Gefolter. Sternzeichen Krebs, sehr stark gerade. Skorpion, du siehst ja Wasserelement. Krebs, Skorpion, Fische. Löwe, wow, du hast diese Sternzeichen, wiederholen sich immer wieder. Ja, zweite Münzen. Wir reden, also wir haben hier eine wichtige Seelenverbindung. Ja, also die Sache ist folgendes. Es wiederholen sich immer wieder die gleichen Sternzeichen. Sternzeichen Löwe, habe ich dir gesagt, ist bei dir schon sehr stark. Löwe. Aber Wasserelement, habe ich dir auch gesagt. Und überhaupt Wassermann auf den Würfen und in den großen Arkanen. Also, Jungfrau, schaue bitte jetzt. Ast der Stäbe sprichst du über. Ja, ich spüre hier bei dir eine Person, die sich versöhnen will. Diese Person, die sich versöhnen möchte, ist eine Freundschaft. Diese Person, die sich versöhnen möchte für eine Gruppe, ist eine Freundschaft. Vielleicht Freundschaft plus. Und es muss tatsächlich nicht sein, aber ich sage dir halt, was ich sehe. Eine Freundschaft, Altersunterschied sehe ich hier sicher. Weil für eine andere Gruppe ist das ein Kind. Und das ist auch sicher. Also, meine gemischten Gefühle sind halt so, weil es ist einfach deutlich.
Ich sehe einerseits ein Kind für eine Gruppe Sternzeichen Jungfrau, einen Geschwister, einen Freund, Freundin, eine Freundschaft, wie gesagt, oder sonst für eine andere Gruppe. Gab es hier etwas mit dieser Person? Einen etwas gab es hier. Und wenn das jetzt nur über Internet war, aber etwas gab es hier. Und ja, ich rede natürlich über eine sehr leidenschaftliche Energie. Tatsächlich. Etwas unreif. Ich kann das nicht lassen. Ich spüre hier eine Unreife. Ständig. Ständig. Ja. Schaue bitte jetzt, was ich hier habe, Jungfrau. Auf dem Tisch habe erste Kärtchen, erste Stäbe, erste Münzen. Die Nummer 111. Ich habe schon hier eine wichtige Seelenverbindung bei dir. Also, ich habe hier erste Kärtchen, erste Stäbe und neunte Stäbe. Ich habe hier eine Person, die verliebt ist und sich versöhnen möchte. Aber irgendwie das Gefühl, was ich bei dir bekomme, ist, dass du das nicht zu sehr glauben kannst, weil du schon oft das enttäuscht wurdest. Und irgendwie, du kannst diese Situation nicht so vertrauen oder du kannst das nicht so ganz glauben. Aber dass diese Person Gefühle hat und sich mit dir wieder versöhnen möchte, eine starke Anziehung zeigt und so weiter, das sieht man hier. Ja, das sage nicht ich, das ist da. Also, ich sehe diese Person hier. Wenn ich dir aber ehrlich bin, ich sehe schon auch eine neue Person in deiner Energie. Also, ich sehe eine Person, die du schon kennst, die wieder auf dich zukommen wird. Aber du hast entweder schon bereits mit einer neuen Person zu tun oder sonst wird es kommen. Weil hier zeigt sich erste Kärtchen, die Sonne und erste Münzen. Das ist für mich eine neue Energie. Das ist eine neue Energie. Das ist neu. Ja, das ist neu. Nochmals zeigt sich Feuerelement. Bei dir Sternzeichen Löwe. Sehr stark zu spüren. Aber hier sehe ich diese neue Energie. Ich habe hier, ich meine jetzt Jungfrau. Also zwei der Münzen deutet auch auf zwei Energien. Ja, also zwei der Münzen deutet auch darauf. Und ja, ich spüre bei dir. Jemand macht hier eine Reise. Ich sehe hier eine Reise mit der Karte der Wagen. Also der Wagen, der Ritter der Stäbe. Und du siehst ja. Vielleicht hast du ja eine geografische Distanz zu dieser Person. Aber es muss auch keine große Distanz sein. Aber hier sieht man eine Reise. Und eine Person irgendwie trifft hier eine Entscheidung. Ja? Also jemand ist sicher. Also mit Ass der Münzen, ich bin mir sicher, was ich will. Ja? Ich bin mir sicher, was ich mit dir will. Und ich will einen ernsten Kompromiss. Ja? Also ich habe jetzt Zeit gehabt, mir das Ganze durch den Kopf gehen zu lassen. Ich weiß, dass ich mit dir sein möchte. Ich weiß, das ist das Gefühl hier. Eine Person trifft schon eine wichtige Entscheidung. Ja? Aber ja, bei dir zeigt sich neunte Stimme. Ich meine, das kann ich nicht übersehen. Augenblick bitte. Es kann natürlich auch möglich sein, Jungfrau, dass du hier, da du schon irgendwie vielleicht hier mit einer neuen Person zu tun hast, dass du natürlich jetzt hier, du hast sowieso deine Bedenken hier mit dieser Person der Vergangenheit, du bist dir nicht sicher. Und das kann auch damit zu tun haben, weil eine neue Person in deinem Leben ist. Ja? Jungfrau, wir werden unterbrochen. Kannst du bitte das Video nach vorne ein bisschen spülen? Also spülen nach vorne. Ich muss an die Tür. Augenblick bitte.
Ich bin wieder da. Dankeschön, Jungfrau. Ich bin wieder da. Dankeschön. Genau, also ich muss dir sagen, Jungfrau, die Nummer 2 zeigt sich oft das bei dir. Ja? Zweite Münzen hatten wir, zweite Stäbe zeigt sich hier nämlich auch. Und von Osho Zen habe ich die Karte Schizophrenie, ist bei dir gekommen. Das ist auch zweite Schwertern. Das ist zweite Schwertern. Zweite Stäbe und zweite Münzen hast du gerade gesehen gehabt. Ne? Wir reden hier schon über eine Entscheidung. Ja? Eine Entscheidung. Ich denke, du erwartest diese Situation nicht. Interessant ist, es kommt bei dir nochmals erste Münzen und die Karte sechste Stäbe. Also Jungfrau, bei dir sieht man sehr viel Erfolg. Ja? Es kann auch beruflich zu tun haben, dass du gerade in deinem Beruf, Karriere sehr viel Erfolg hast. Und natürlich, andere sehen das, wie du weißt, also Menschen sehen das, dass du sehr erfolgreich bist, dass du momentan nach vorne schaust und dann kommen natürlich Menschen der Vergangenheit. Ich denke, Jungfrau, dass das auch damit zu tun haben kann, weil viele Sterben bei dir. Schaue bitte tatsächlich, ich sage dir, Jungfrau, das ist sehr stark, also das ist, was ich spüre hier. Für mich bist du die Königin der Münzen, egal ob du Frau oder Mann bist. Königin der Münzen, Erdelement. Und diese Person, die sich bei dir meldet, diese Person hat natürlich nicht deine Reife irgendwie. Ich spüre hier eine starke, unreife Energie hier. Und deswegen sage ich ständig, dass das hier ein Kind sein kann für dich. Weil man könnte dann es so auch erklären, wenn man sagt, ja, das ist ein Kind von mir, ich könnte das besser verstehen. Die Energie könnte ich sogar besser verstehen. Ja? Ich glaube, ich hatte auch die gleiche Situation beim, ich glaube, das war Sternzeichen Krebs. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ja? Ich denke, also die Sache ist, man sieht tatsächlich bei dir eine Stabilität. Also du kannst natürlich, du brauchst ja niemand. Du bist allein in manchen Fällen, du brauchst niemand. Man sieht deine Stabilität und anderen wollen auch von deiner Stabilität bekommen. Das ist, was ich hier denke. Jungfrau, das ist, was ich hier sehr stark spüre. Ich sehe eine Person hier, die sogar sehr viel Alkohol trinkt. Ja? Diesen König der Kelchen, unabhängig von Sternzeichen, weil in manchen Fällen, das ist die Energie von einer Person. Und es muss nicht mal Wasserelement sein. Was ich meine ist, diese Person, mit der du hier zu tun haben wirst, kommende Woche, diese Person, die sich mit dir in Kontakt setzt, trinkt sehr viel Alkohol. Er ist eine Person, die gerne oft Wochenendes unterwegs ist, sehr viel Alkohol trinkt, sehr gerne irgendwie, ja, also wie gesagt, eine Person, die gerne natürlich das Leben genießt und so weiter, ja, das ist schön, das alles, das mögen wir ja auch alle, ne? Aber nochmals, eine Person, die möglichst sehr viel Alkohol trinkt, das ist sehr stark zu spüren hier, Jungfrau. Ich weiß aber nicht, wer diese Person jetzt für dich ist. Ich sage nur, in manchen Fällen ist das sogar für eine Gruppe der Vater oder die Mutter deiner Kinder. Eine Person, die sich bei dir nochmals meldet. Ja, natürlich. Könnte auch perfekt sein. Dass diese Person, obwohl diese Person schon 50 ist, sich wie ein kleines Kind verhält. Ja? Und diese Person sendet dir jetzt eine kleine Nachricht von wegen, hallo, wie geht's und so, wollen wir uns wieder sehen und so weiter. Aber du bist total misstrauisch da. Du vertraust dieser Situation gar nicht. Es muss nicht unbedingt der Vater oder die Mutter deiner Kinder, natürlich nicht, aber nochmals, irgendeine Person zeigt sich hier, die möglichst dich sehen will. Ja? Ja, natürlich möchte die Person dich sehen. Diese Person... Die Sache ist, du bist mit dieser Situation möglich auch nicht zufrieden, weil das, was diese Person dir gibt, genügt nicht.
Und ich rede jetzt nicht unbedingt über Geld, so wie es bei Stensas und Fischi es auch gesagt habe. Man redet ja nicht immer über Geld, ja? Denn ich habe Erfolg, wenn ich emotionelle Stabilität habe. Reiche Menschen sind nicht alle glücklich. Reiche Menschen sagen es selber, ich habe viel Geld, aber ich bin nicht glücklich. Klar, weil eigentlich, ich bin glücklich, wenn ich in meiner emotionellen Stabilität bin, dann bin ich glücklich. Weil ich brauche ja niemand. Ich fühle mich in mir, mit mir, selbst zufrieden. Was ist jetzt nur meine ist, die Person, die ich ja habe, du hast das Gefühl für dich, dass du nicht genug von der Person bekommst. Also in dem Fall, dass die Person von sich sehr wenig Zeit dir oder Energie oder du spürst, da ist etwas, was dir nicht gefällt. Es ist sexuell, ja. Sexuell gesehen ist schön, ja. Sexuell gesehen ist perfekt, aber sonst ist nichts mehr da. Das kannst du mir glauben. Ja. Also, das ist, was ich denke. Und sogar, dass diese Person sehr viel Zeit genommen hat, irgendwie, du hast auch sehr lang auf eine Kommunikation von der Person gewartet. Du warst sehr geduldig in der Situation. Und jetzt kommt die Person an, total mit so viel Ego, ja, so viel Stolz und denkt tatsächlich, dass du da bist und ihn applaudieren wirst. Und jetzt weiß ich nicht, was du hier machen wirst, weil nochmals, 9. Stäbe und 2. Stäbe, ich habe meine Bedenken. Nochmals, überhaupt, diese Person hat mehrere Suchtverhalten. Ich rede jetzt hier nicht nur über Sex, sondern ich rede auch über Alkohol. Unter anderem können wir auch über Drogen hier reden, natürlich. Wenn wir über Suchtverhalten reden und auch hier man Alkohol sieht und noch Sex und so, kann man auch Drogen automatisch sehen. Und das könnte man hier auch sehen. Ne? So ist es auch nicht. Also die Sache ist, nein, also es ist ein Nein. Ich weiß auch nicht. Jungfrau, das ist hier tatsächlich ein Nein. Und warum? Weil ich sehe es bei dir. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ich könnte mich nochmals, ich könnte mich wiederholen, denn ich spüre hier bei dir eine Person, die dich spioniert, beobachtet und sieht deinen Erfolg. Jemand sieht deinen Erfolg. Und jemand möchte mit dir von deinem Erfolg auch etwas bekommen. Sternzeichen Löwe, ich muss wirklich mich dir sagen, Sternzeichen Löwe ist hier sehr stark zu spüren. Sehr sogar. Diese Person bringt immer wieder das Gleiche. Das ist immer wieder das Gleiche. Ja, Jungfrau. Also so ungefähr, dir ist langweilig von dieser Person, weil diese Person kommt immer wieder mit dem Gleichen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Tatsächlich nicht. Ja, das ist praktisch nur eine Sexualität hier. Mehr ist das nicht. Und nochmals, die Person kann vielleicht noch andere Suchtverhalten haben, die nicht gut sind, ja. Und ja, bei dir sieht es sehr gut aus gerade. Also Jungfrau, gerade sehe ich die Nummer 1111 in meine Uhr, ja. Zeige ich dir. Also das siehst du nämlich hier, 1111. Das ist eine wichtige Nummer. Kannst du über Internet als Engelnummer suchen. Als ich meine Karten gemischt habe, ist bei dir diese Karte rausgeflogen. Die Karte Fight. Das ist für mich ein 5. Stäbe. Spricht auch über einen Kampf. Bei Sternzeichen Wassermann, du hast ja Wassermann auf den Würfeln, kam für kommende Woche auch eine Art von Kampf. Das sage ich dir noch nebenbei, weil ich spüre hier eine Synchronisierung. Schaue, von meinen Karten ist diese hier gekommen und hier steht, Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Also hier ist Sternzeichen Krebs und du siehst ja, Sternzeichen Krebs ist bei dir, Skorpion, Fische auf jeden Fall. Das spricht hier über Tabakrauch, es kann natürlich andere Suchtverhalten sein. Hier zeigt sich auch eine Person, vielleicht siehst du so aus oder die andere Person hat eine Ähnlichkeit. Kann eine Frau, ein Mann sein. Ich spüre hier verschiedene Nationalitäten.
Ja, man hat hier verschiedene, ja. Und dann so einen Wohnwagen. Hast du einen Wohnwagen oder gibt es hier so eine Situation? Das ist manchmal, solche Karten kommen manchmal um vielleicht eine Synchronisierung mit deiner Energie, wenn du sagst, ja, tatsächlich habe ich einen Wohnwagen, tatsächlich, ja, und das zeigt sich hier. In manchen Fällen, eine Person kommt zu dir mit dem Wohnwagen, ja, weil, schau mal bitte jetzt hier, das ist die Karte der Wagen und das ist ein Wohnwagen. Also es kann schon möglich sein, dass eine Person in einem Wohnwagen lebt und sogar zu dir kommt, ja. Dann kommt diese Karte, die Karte der Kathedrale. Das ist eine Kathedrale und drei Kelche. Die Kathedrale kann natürlich auch über die Religion reden, dass man hier verschiedene Religionen hat. Natürlich auch über Menschen, die verheiratet sind, ja. Aber das ist jetzt, es kommt auf die Situation drauf an. Oder sogar nochmals, die Religion, Hochzeit. Oder sogar nochmals, das ist der Vater meiner Kinder, die Mutter meiner Kinder. Oder so eine Situation ist hier. Drei Kelchen, drei Kelchen, drei Herzen, ja, drei Herzen, die Nummer drei. Von diesem Orakel kam für dich, mach dich locker. Steht hier drauf. Mach dich locker. Sternzeichen Löwe. Und halte dein Herz offen. Sternzeichen Waage. Halte dein Herz offen. Genau. Jungfrau, du siehst ja, wie die Energie sich für dich zeigt. Das Gefühl ist hier, du wirst dich überraschen. Kommende Woche gibt es irgendeine Art von Überraschung. Weil du erwartest das hier nicht. Das ist, wie ich dir es gesagt habe. Du erwartest das hier nicht, aber die Energie ist ein bisschen interessant, weil schau mal bitte, ich spüre hier schon zwei reife Personen, also der König und die Königin, das ist ein Paar. Ich spüre hier schon zwei Menschen, die fast gleich alt sind, aber trotzdem, eine von beiden verhält sich wie ein Kind. Das ist das Gefühl hier. Eine von beiden, obwohl nicht so jung ist, also schon alt genug ist, verhält sich weiterhin wie ein Kind. Und ja, eine kleine Nachricht kommt, das wird dich wundern. Ja, das wird dich schon wundern, weil eine Person hier etwas vorhat. Jemand hat hier wirklich etwas vor und jemand möchte dich hier sehen. Ich spüre hier wirklich diese Sexualität halt. Immer wieder das Gleiche so ungefähr. Aber ja, Jungfrau, wie ich dir gesagt habe, es zeigt sich hier sehr, sehr stark eine neue Person. Weil wenn du mir jetzt sagst, dass das hier die Vergangenheit ist, wenn du mir sagst, dass erste Kerzen, die Sonne und erste Münzen über also über eine Vergangenheit spricht oder über eine toxische Vergangenheit spricht, das könnte ich einfach nicht glauben. Ja, weil eigentlich die Energie ist, zeigt sich irgendwie sauber und neu überhaupt. Und du siehst, die Nummer 1 wiederholt sich auf den Tisch und in meine Uhr. Also du hast hier mit neue Anfänge. Und es kann über Arbeit reden, neue Projekte, neue Personen. Es kann sogar über alles reden für dich. Dass du neu, hier alles ist neu hier, ja. Tatsächlich, ja. Und ich denke, ja, so sieht es nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Und Jungfrau, vierte Schwerter, hintere den Deck. Du wirst hier sehr viel nachdenken. Die Karte der Mond und vierte Schwerter. Hier reden wir über Träume. Du wirst durch deine Träume auch Erleuchtung bekommen. Aber hier sehe ich nochmals die Gedanken. Wie gesagt, vierte Schwerter. Ich sehe hier die Gedanken. Du wirst Klarheit bekommen, sehr wahrscheinlich, ja.
Wenn du Zweifel hast, du wirst hier Klarheit bekommen. Denn du bist enttäuscht hier von dieser bestimmten Energie. Es gibt hier eine Art von Enttäuschung, ja? Also du hast das nicht bekommen, was du erwartet hast von der Person, ja? Die Person war nicht in der, ja. Also interessante Energie. Interessante Energie. Und jetzt schauen wir mal weiter, weil das ist die Energie, die wir hier für kommende Woche haben, ja? Jungfrau. Und ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald, ja? Tschüss, Jungfrau.